Und wir wollen jetzt mit ihm sprechen. Bei uns im Studio begrüßen wir Jörg Meuthen. Hallo, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Schönen guten Tag. Herr Meuthen, Sie sagen ja, Teile der AfD stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie sehen auch ganz klar totalitäre Anklänge. Jetzt waren Sie ja in den vergangenen Jahren an der Spitze der Partei. Wie konnte das denn passieren, dass die Partei unter Ihrer Führung so weit nach rechts gerutscht ist? Ich habe, und ich glaube, das hat jeder gesehen, der die Geschehnisse in der AfD verfolgt hat, ich habe versucht, der Partei Maß und Mitte zu geben. Ich habe es oft angemahnt. Ich habe Disziplinierung angemahnt, Professionalisierung. Ich habe Maß und Mitte und Mäßigung im Ton angemahnt, mich auch selbst daran gehalten. Ich habe es offensichtlich nicht vermocht, und das ist ein Eingeständnis, ich habe es nicht vermocht zu verhindern, dass ich mit diesen Appellen nicht durchkam. Also ich habe exemplarisch auf dem Parteitag in Kalkar eine Brandrede gehalten, die damals sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Bin dafür massiv angegriffen worden, von den einen unterstützt worden, von den anderen. Und diejenigen, die mich angriffen, die haben munter so weitergemacht. Also auch die Schritte, die wir ergriffen haben, durchaus erfolgreich. Herr Kalbitz wurde aus der Partei ausgeschlossen, haben ja nicht dazu geführt, dass nicht andere in der Partei dann munter weiter mit ihm aufgetreten sind. Was man dann letztlich auch nicht verhindern kann. Also das sind einfach auch rechtliche Grenzen, die man hat. Und Sie wissen, dass im deutschen Parteienrecht es nicht ganz einfach ist, Menschen aus der Partei auszuschließen. Das heißt, wenn Menschen über die Stränge schlagen, kann man nicht einfach sagen, raus jetzt. Das mag jetzt in anderen Ländern gehen. Das geht bei uns nicht. Herr Meuthen, Sie haben den Namen Kalbitz gerade schon genannt. Höcke ergänze ich an dieser Stelle. Sie kennen diese Galionsfiguren aus dem Flügel. Sie kennen die persönlich gut. Würden Sie sagen, das sind Nazis? Würden Sie die genauso bezeichnen? Nein, das würde ich nicht tun. So weit würde ich nicht gehen. Die haben ein Weltbild, das ist nicht meines. Ich komme aus dem freiheitlichen Denken. Ich bin konservativer, aber kein Reaktionär. Das heißt, ich bin nur ein Patriot, aber ich bin kein Nationalist. Das würde ich bei diesen Menschen anders sehen. Und das war die ganze Zeit ein schwelender Konflikt in der Partei. Und ich denke, er ist es noch heute, nur ich bin jetzt nicht mehr dabei. Welche Richtung schlägt die Partei ein? Ich habe immer gesagt, das sind zwei Parteien in einer. Auch dafür bin ich sehr gescholten worden. Es zeigt sich aber, dass es leider stimmt. Das heißt, das sind Konservative, wie würden Sie die beschreiben? Ich bin ein Konservativer. Und was sind die dann? Das sind reaktionäre Positionen. Die wollen zurück zu Zeiten, die es nicht mehr geben kann. Wir können weder zurück in die 90er Jahre, noch gar können wir zurück in Bismarck'sche Zeiten oder Ähnliches. Da ist eine Nostalgie, ein Deutschlandbild aus Zeiten des vergangenen Jahrhunderts und auch des Jahrhunderts davor. Der Konservative an sich fragt sich immer auch nach einer modernen Gestaltung der Zukunft. Das ist die eigentliche politische Aufgabe. Das sehe ich da überhaupt nicht. Und das ist das Problem. Wenn jemand sagt, die AfD ist bürgerlich in irgendwelchen Bereichen, würden Sie dem sagen, Sie haben vollkommen recht, oder würden Sie sagen, das ist jetzt vorbei? Ich fände es fies, nachzutreten gegenüber denjenigen in der Partei, die ich bis zum heutigen Tage schätze. Aber Sie sind ja raus, sind nicht mehr dabei. Sie wollen es nicht mehr mitgestalten oder können es nicht mehr mitgestalten. Ich will aber bitte gestatten Sie mir, so fair zu sein gegenüber Menschen, mit denen ich jahrelang zusammen gearbeitet habe, die nun nicht alle in toto in die Tonne zu kloppen. Das fände ich hoch unanständig. Sondern wir haben dort in dieser Partei Bürgerliche, die versuchen, damit durchzukommen. Ich war sicherlich die Führungsfigur dieser bürgerlichen Strömung. Wir haben aber auch andere, die sind sehr stark völkisch-nationalistisch unterwegs und verlassen damit zu Teilen jedenfalls den Rahmen des Bürgerlichen. Beides ist da in der Partei, aber die Gewichte haben sich verschoben und Sie wissen, in welche Richtung ich das verschieben wollte. Das hat oder schieben wollte, das ist eigentlich auch die Ursprungsidee der AfD gewesen. Und das ist misslungen. Das Sie muss haben man ja auch gesagt, das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und meistens auch sehr schnell. Wie weit rechts schlägt denn Ihr Herz? Na, ich betrachte mich selbst als einen Menschen, der mittig ausgerichtet ist. Ich würde sagen, mein Herz schlägt mittig und vor allen Dingen schlägt es auf einer vernünftigen... Mittig? Ja, mittig. Das würden mittig wahrscheinlich andere Parteien, zum Beispiel die Union oder auch die SPD, ein bisschen anders sehen. Das ist ja auch deren gutes Recht und das gehört zum demokratischen Diskurs, dass es da unterschiedliche Meinungen zu geben kann. Ich bin ich würde mich als mittig rechtskonservativ bezeichnen, aber sicherlich nicht rechtsaußen. Ich habe mit dem Begriff rechts kein Problem, wie ich mit dem Begriff links kein Problem habe. Das gehört zum Meinungsspektrum einer parlamentarischen Demokratie. Und ich stehe auf dem Boden dieser parlamentarischen Demokratie. Da vertrete ich dezidiert konservative Positionen.
Ja, das würde ich dann, also ich würde es, wenn ich es anordnen würde, ich zeige es jetzt an, Mitte rechts ist was anderes als rechts außen. Vor allen Dingen habe ich noch einen relativ normalen Puls. Und das Problem bei manchen Teilen der Partei ist, dass sie in einem permanenten Aufgeregtheitsmodus sind, also hochfrequent unterwegs sind, was hat ihnen lange Zeit nichts ausgemacht. Sie sind seit 2013 in der Partei und dieser hohe Rechtsherzrhythmus, der hat ihnen lange nichts ausgemacht. Er sagt also, Ihnen, dass mir das nichts ausgemacht hat. Und schauen Sie sich meine politische Arbeit an. Und dann sehen Sie, wie ich versucht habe, die Gewichte zu schieben in die Richtung einer rechtskonservativen, mittigen Ausrichtung. Natürlich hat mir das was ausgemacht. Und ich habe es auch klar benannt. Also schauen Sie sich meine Parteitagsreden in Heidenheim an oder in Kalka an. Übrigens auch in Braunschweig, wo ich das letzte Mal wiedergewählt wurde. Da habe ich gesagt, ich will, dass diese Partei in die Regierungsfähigkeit reinkommt. Das verlangt Professionalisierung. Das verlangt auch selbstverständlich eine Ausrichtung, die nicht irgendwo am äußeren Rand ist. Das habe ich versucht. Und ich habe es nicht vermocht. Und das gestehe ich ein. Ich habe in Kalka berichtet als Reporter. Ich war dabei. Und nach Ihrer Rede gab es richtig viel Applaus. Es gab Applaus von einzelnen Bereichen, aber auch massive Pfiffe. Und jetzt heißt es von der AfD Sachsen, Ihr Rücktritt, kein Verlust für die Partei. Was macht das denn mit Ihrem Herzen, mit Ihrem Puls? Das lässt mich ruhig, weil ich weiß, dass bestimmte Teile der Partei das feiern werden. Aber es da waren große bei einigen Teile. Knallen jetzt die Sekten. Große Teile. Das waren große Bereiche, ganze Teile der Halle in Kalka und in Braunschweig. Ich habe jetzt mein Handy hier nicht einstecken. Ich könnte es Ihnen zeigen, dass ich natürlich sagen jetzt eigentlich gut, dass er weg ist. Sie lassen heute die Sektkorken knallen. Dann sollen Sie das tun. Es wird sich weisen, wie weit diese Freude reicht. Und andere bedauern das sehr. Ich habe heute ganz, ganz viele Worte der Anerkennung, des Dankes, des Respekts auch für diese Entscheidung bekommen. Das gehört dazu. So wie auch, dass einige das feiern. Und natürlich sind auch bei den führenden Exponenten einige dabei, die heilfroh sind, dass ich jetzt weg bin. Ob das Frau Weidel ist, ob das Herr Krupalla ist, ob das Herr Brandner ist oder Herr Gauland oder Herr Höcke, die freuen sich, dass sie mich jetzt los sind. Dann sollen sie sich für den Tag freuen und man wird sehen, wie weit die Freude reicht. Ich weiß, dass ich diesen Schritt jetzt gehen musste und ich habe meinen Frieden damit. Jetzt ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal über den Zeitpunkt sprechen, denn im EU-Parlament soll ja die Immunität von Ihnen aufgehoben werden. Illegale Parteispenden stehen im Raum. Ist dieser Zeitpunkt ganz bewusst gewählt? Hat damit absolut nichts zu tun. Ich sage Ihnen dazu etwas, was Sie wahrscheinlich verblüffen wird. Ich halte diese ganze Immunitätsgeschichte für falsch. Und ich bin nicht der Erste, der das tut. Ich brauche keine parlamentarische Immunität. Und ich habe fast darum gefleht, dass sie schnell aufgehoben wird, damit das aufgearbeitet werden kann. Denn die Vorwürfe, die da im Raum stehen, sind gegenstandslos. Und wegen mir hätte man diese Immunität gerne vor einem Jahr aufheben können. Überhaupt kein Problem. Ich bin übrigens ganz grundlegend nicht der Meinung, mit der Meinung stehe ich nicht ganz alleine, dass die parlamentarische Immunität von Abgeordneten etwas ist, was man mal hinterfragen sollte. Warum überhaupt? Bürger sind auch nicht immun. Ich bin auch ein Bürger dieses Landes und ich brauche diese Immunität nicht. Wenn es mir nachginge, wäre sie lange aufgehoben. Das war übrigens in dieser Woche nur ein Schritt, von dem ich sowieso wusste, dass er kommt, weil ich hatte die Anhörung im Rechtsausschuss Anfang Dezember und da habe ich gesagt, bitte hebt das auf und bitte macht es schnell, damit das aufgeklärt werden kann. Das ist ja in meinem eigenen Interesse. Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen, Herr Meuthen? Wo sehen Sie Ihre neue politische Heimat? Wollen Sie was Neues gründen, irgendwo beitreten? Sagen Sie, Europaparlament, da geht es weiter, Bundestag, was auch immer. Was sind Ihre Pläne? Also das Einzige, was ich Ihnen gesichert sagen kann, ist, dass ich selbstverständlich meine Arbeit im Europaparlament weitermache. Die tue ich auch sehr gerne. Und das ist ich bin ganz bewusst dort und freue mich auf die weitere Arbeit dort. Das Mandat geht auch noch 2,5 Jahre. Ich werde sicherlich auch eine neue politische Heimat haben und ich führe Gespräche in vielerlei Richtung. Da ist was in der Pipeline, aber das werde ich Ihnen heute hier noch nicht ausbreiten. Also Sie dürfen nur davon ausgehen, dass ich nicht aufhören werde, politisch zu arbeiten. Dazu tue ich das zu gern. Dann sind wir mal gespannt. Jörg Meuthen, herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns. Sehr gern.